Josh Duhamel war 2 Stunden Hochzeit noch in Klinik. Beinahe hätte Josh Duhamel, 50, seine eigene Trauung verpasst. Der Schauspieler war 10 Jahre mit der Sängerin Fergie, 47, liiert gewesen. Bevor das einstige Traumpaar sich 2019 scheiden ließ. Nur ein Jahr später machte der Transformers-Darsteller seine Liebe zur 21 Jahre jüngeren Audra Marie öffentlich. Die beiden gaben sich vergangenes Jahr das Jawort. Nun verrät Josh, dass er noch 2 Stunden vor der Zeremonie im Krankenhaus war. Nova Entertainment erzählte der 50-Jährige, dass sein großer Tag fast ins Wasser gefallen wäre. Nachdem ich mir in der Nacht zuvor den Rücken verrenkt hatte, musste ich buchstäblich 2 Stunden vor der Hochzeit in die Notaufnahme gehen. Um mich aufpäppeln zu lassen, damit ich zum Altar schreiten konnte, erinnerte Josh sich. Auch Audra ließ sich einmal bereits öffentlich über diese beinahe Pleite aus. Sie ging dabei allerdings mehr ins Detail. Der Grund für die Rückenprobleme ihres Mannes sei die wilde Feierei in der Nacht davor gewesen. Beim Tanzen im Partybus hatte Josh es offenbar übertrieben.